Auf der einen Seite auch der Prophet sagt, ja, kullu ummati mu'fa illa al-mujahirin. Die Umma wird allen verziehen, außer die, die Sünde veröffentlichen. Und dann sagt er, und zu dieser Veröffentlichung der Sünde gehört, dass man abends eine Tat macht, sie am nächsten Tag erzählt. Deswegen, wenn man eine Sünde gemacht hat, man soll sie keinem erzählen. Und wenn man aber wissen will, was man tun muss, man weiß zum Beispiel nicht, was man machen muss, damit die Sünde zum Beispiel gelöscht wird, ja, verziehen wird. Zum Beispiel, und man fragt dann einfach, nicht, ja, Sheikh, ich habe das und das gemacht, was muss ich jetzt machen? Sondern du fragst einfach, Sheikh, ich habe eine Frage, was ist, wenn jemand das oder das gemacht hat? Okay? Nicht, ja, Sheikh, so und so, ich habe das und das gemacht, ich habe eine Bank überfallen, was muss ich jetzt machen? Niemand fragt, was ist, wenn jemand eine Bank überfallen hat? Dritte Person. Das heißt, dass du nicht gesagt hast, du hast diese Sünde gemacht. Weil, wie gesagt, man soll die Sünden nicht veröffentlichen. Wie ist es mit anderen Personen? Wenn man weiß, ein Bruder hat eine Sünde oder einen Fehler gemacht, wie ist es da? Soll man die Sünde von ihm veröffentlichen oder nicht veröffentlichen? Wer sagt nicht veröffentlichen? Wer sagt veröffentlichen? Wer sagt, kommt drauf an? Ich sag, kommt drauf an. In manchen Fällen muss man seine Sünde veröffentlichen. In dem Fall, wo seine Sünde gefährlich ist für andere Leute. Wenn zum Beispiel jemand eine Frau heiraten will, wir wissen von diesem Mann, dass er jemand ist, der die Frau kaputt macht oder irgendwie gefährlich ist oder ein schlechter Mann ist. Und die Frau fragt einen, wie ist dieser Mann in der Religion? Da kann ich nicht sagen, der Mann ist gut in der Religion. Man muss sagen, nee, der ist schlecht. Oder wenn du jemanden einstellen willst und du weißt, dass diese Person ein Kleptoman ist oder jemand ist, der immer klaut, dann musst du warnen, dann kannst du ihn nicht einstellen. Der klaut bei dir. Ich kenne diese Person. Das heißt, wenn er einen Schaden bringen kann, das heißt, um zu warnen, nicht um ihn niederzumachen. Oder Fehler in der Religion. Wenn zum Beispiel einen Prediger hast, der etwas Falsches über die Religion erzählt, der einen falschen Weg folgt, das Erste, was du machst, ist, du machst ihn darauf aufmerksam. Wenn er den Fehler nicht zurücknimmt, was macht man dann? Was muss man dann machen? Man muss warnen davor. Denn wenn jetzt beispielsweise ich im Internet auftrete und ich sage eine Sache, ich würde zum Beispiel sagen, die Evolutionstheorie ist richtig laut Koran, weil Allah hat den Menschen aus Erde erschaffen. Das ist eine Metapher, dass der Mensch ja aus einer Zelle entstanden ist. So. Und dann schreiben mir Leute eine E-Mail und sagen, das ist falsch und ich nehme das nicht zurück. Was muss man dann machen? Dann muss man öffentlich vor dieser Aussage warnen, damit die Brüder nicht denken, Tausende, die täglich das Internet besuchen, dass die Evolutionstheorie islamisch richtig ist. Ist das angekommen? Hat das jeder verstanden? Oder wenn beispielsweise jemand sagt, ja, alle Führer der islamischen Länder sind Käfir, und wer das nicht sagt, ist selber Käfir. Da ist das eine Aussage, wo du einen großen Teil der Umma zum Käfir erklärt hast. Und der Prophet sagt, diese Qala rajuli achi ya Käfir, faqad ba'a bi ahaduhuma in kana kama qala wa illa rajat alayh. Wenn jemand zu seinem Bruder sagt Käfir, so wird es einen treffen. So wird es einen treffen. Entweder es ist so, wie er sagt, oder es wird auf ihn zurückkehren.